Um ein wirklich gutes Bier zu brauen, braucht es im Grunde nicht viele Zutaten. Frisches Quellwasser, natürliche Gerste, reinen Hopfen und Erfahrung. Viel Erfahrung. Erfahrung, die zur Tradition wird. Und die noch weitergeht. Viel weiter. Diese Erfahrung ist Können und Wissen, das man nicht ersetzen kann, das man aber schmecken und vor allem genießen kann. Als weltweit älteste Brauerei wissen wir wie kein anderer, wie man aus besten natürlichen Zutaten echten Genuss braut. Bereits im Jahre 725 nach Christus entdeckte der heilige Korbinian jene reine Wasserquelle, die als Ursprung des Weihenstephaner Bieres gilt. Kloster, Quelle und Brauerei waren dadurch untrennbar miteinander verbunden. Während die Jahrhunderte kamen und gingen, entwickelte sich das Benediktinerkloster nach der Säkularisation zur königlich-bayerischen Staatsbrauerei und 1921 zur bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan. Dabei wurde eines immer bewahrt: die einzigartige Braukunst. Seit dem Jahr 1040 beschäftigen wir uns mit allen Facetten hoher bayerischer Brautradition. Mit der Auswahl bester Rohstoffe, der Umsetzung höchster Braukunst und mit der Leidenschaft, sich immer weiterzuentwickeln. Wir achten stets darauf, unsere Tradition zu wahren, aber auch Optimierungen und Verbesserungen aufzugreifen und umzusetzen. So brauen wir Bierspezialitäten für nahezu jeden Geschmack. Mal dunkel, mal bayerisch hell, mal stark, mal alkoholfrei, mal klar, mal trüb. Und jedes Mal ein echter, reiner Genuss. Mit dieser Erfahrung und unserem Können ist es kein Wunder, dass unsere Biere nicht nur einzigartig schmecken, sondern auch immer wieder ausgezeichnet werden. Denn auch wenn wir laut Reinheitsgebot nur wenige Zutaten für unsere Biere verwenden, so anspruchsvoll ist es, daraus beständig ein Premium-Bier zu brauen. Also es ist schon schwieriger und erfordert viel mehr Gewissenhaftigkeit und auch sehr viel mehr Kenntnis, natürlich mit Reinheitsgebot Bier zu brauen. Aber darauf sind wir ja stolz, dass wir das können. Es gilt zunächst einmal, nur beste Rohstoffe zu verwenden. Wir nehmen auserwählten Hopfen aus der weltbekannten Hallertau. Hier kultiviert man schon seit Jahrhunderten Hopfen. Das macht sich besonders in der erstklassigen Qualität bemerkbar. Nicht anders verfahren wir mit der Gerste. Hier vertrauen wir vor allem bayerischen Melzereien, die wir schon seit Jahrzehnten kennen und die für höchste Qualität stehen. Doch damit alleine ist es noch nicht getan, denn jetzt kommt die individuelle Braukunst ins Spiel. Beim Bier erwartet der Verbraucher, dass immer das exakt gleiche Geschmacksprofil auftritt, und zwar über die Jahre hinweg. Und das ist schon ein bisschen auch die Kunst des Bierbrauens. Also mit den gegebenen Rohstoffen aus der Ernte ein gutes Bier zu brauen, das ist schon etwas Kunst. Und das liegt nicht nur an den hochwertigen technischen Apparaten, die hier stehen, sondern natürlich an den Menschen, die damit umgehen können. Diese Braukunst bildet zusammen mit den Rohstoffen die Identität unserer Biere. Unsere Braumeister nehmen sich deutlich mehr Zeit beim Ansetzen der Maische und gönnen dem Bier auch mehr Zeit zum Reifen. Dass man Zeit und Ruhe also auch schmecken kann, weiß jeder, der ein Weihenstephaner Premium-Bier genießt. Und dass Weihenstephaner Biere immer gleichbleibend und unverwechselbar süffig schmecken, verdanken wir einem weiteren einzigartigen Umstand: der engen Zusammenarbeit mit dem benachbarten, weltweit renommierten Wissenschaftszentrum Weihenstephan. Ich bin der Meinung, dass Weihenstephan eben durch den Kontakt zur Hochschule auch eine besondere Rolle spielt. Sie dient ja als Anschauungs- und Musterbetrieb der Fakultät.
Und das macht ja auch die Anziehungskraft bei Stephans aus. Hier wird auf höchstem Niveau an natürlichen Optimierungen bei Rohstoffen und am Brauvorgang geforscht. Welche Umstände beeinflussen das Brauen? Wie erreicht man trotz unterschiedlicher Rohstofferten gleichbleibenden Geschmack? Wie wirken sich Temperatur, Druck und Luftfeuchtigkeit aus? All dies und noch viel mehr wird hier erforscht und gelehrt. Studenten aus Deutschland und aller Welt kommen hierher. Sie gehören nach ihrer erfolgreichen Ausbildung zu den begehrtesten Braumeistern weltweit. Denn hier wird Brauen nicht nur gelehrt, sondern ist in unserer Brauerei auch praktisch erfahrbar. Es ist die einzigartige Verbindung von fast jahrtausendalter Tradition und das Wissen um modernste Methoden, die unsere Biere einzigartig machen. So einzigartig, dass wir Jahr für Jahr bei den renommiertesten Bierwettbewerben Spitzenpositionen belegen. Zu den vielen internationalen Preisen und Auszeichnungen rund um den Globus gehört auch der Preis für das beste Bier der Welt. Den Weinstephaner Vitus, unseren hellen Weizenbock. Das motiviert natürlich auch uns, diese Tradition zu bewahren und auf diesen Schienen zu bleiben, aus dem Erfahrungswissen, aus fast tausendjährigem Erfahrungswissen, eine Lehre zu ziehen und dort den Pfad weiterzugehen. Ja, da sind wir sehr stolz und motiviert uns auch für die nächsten Jahre sicher. Und weil man echten Biergenuss überall zu schätzen weiß, exportieren wir unser Bier in über 40 Länder rund um den Globus. Im Moment sind es 40 Millionen Liter, die jedes Jahr in Deutschland, aber auch in Australien, Brasilien, Israel oder Skandinavien genossen werden. Und sind wir ehrlich, sehr viel mehr können wir kaum produzieren. Und wollen wir auch nicht. Denn dass uns Qualität wichtiger ist als Menge, hat mit unserem Anspruch zu tun, auch in Zukunft nicht nur die älteste Brauerei der Welt zu sein, sondern auch eine der besten. Ein Anspruch, den Sie Schluck für Schluck genießen können. Wann immer Sie wollen. Prost!